Weimaraner. Was sind seine Gesundheitsthemen? Wie lasten Sie ihn am besten aus? Und eignet er sich eigentlich als Familienhund? Die Infos gibt's gleich dazu. Der Weimaraner wurde erstmalig im ausgehenden 18. Jahrhundert am Hof zu Weimar gezüchtet, von Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar. Und zwar hatte das damit zu tun, dass sich das Jagdverhalten verändert hatte und es war dabei, sich zu verändern. Es wurde weniger oder mit großen Hundemeuten gejagt, sondern man ging zu Einzeljagden über. Und so war der Bedarf von kräftigen Hunden da, die auch über weitere Strecken wild apportieren konnten und die erlernen konnten, wild aufzuspüren und anzuzeigen. Es wird vermutet, dass der Weimaraner von der St. Hubertus-Bracke abstammt. Der Besitz eines Weimaraners war lange Zeit der Aristokratie vorbehalten. Das änderte sich erst im späten 19. Jahrhundert. Die Lebenserwartung beträgt ja bis zu 14 Jahre, in vielen Fällen 10 bis 12, aber eben auch 14 ist auch möglich. Sein Gewicht liegt zwischen 25 und 40 Kilo und die Größe zwischen 57 und 70 Zentimeter. Diese Rasse ist sehr muskulös, kräftig und sehr elegant und schlank dabei natürlich. Es existieren zwei Varianten, die Kurz- und die Langhaar-Variante, wobei die Kurzhaar-Variante ja wesentlich beliebter ist und entsprechend häufiger zu sehen ist. Der Weimaraner ist selbstbewusst, mutig, lebhaft und auch einfühlsam. Er verfügt über einen ausgeprägten Jagdtrieb. Kein Wunder, er ist ja nun auch speziell für die Jagd gezüchtet worden. Erfahrene Hundebesitzer beschreiben ihn als leichtführig. Dennoch gehört er besser in erfahrene Hände. Das hängt natürlich auch mit seinem starken Jagdtrieb zusammen, aber auch sollte er ausreichend ausgelastet werden, damit er keine ungünstigen Eigenschaften entwickelt. Er galt daher lange als eher ungeeignet für die Familie, doch seine Anhänglichkeit und auch seine Sensibilität und sein Schutztrieb machen ihn unter bestimmten Bedingungen durchaus zu einem Familienhund. Der Weimaraner benötigt viel Auslauf, eine gute Erziehung und ausreichend Beschäftigung. Und wichtig ist hier auch eine gute Sozialisierung, damit er bei Kontakt zu Menschen oder auch eben anderen Hunden auch angemessen reagiert. Als Sport- und Beschäftigungsarten eignen sich zum Beispiel Mantrailing oder auch Dummy-Training. Sie können natürlich auch gut ihn zum Radfahren mitnehmen oder auch mit ihm joggen. Aber bedenken Sie bitte, dass einfach nur das Nebenherlaufen, also falls Sie Ihren Hund dann auch wirklich hauptsächlich an der Leine haben sollten, dass dieses reine Nebenherlaufen natürlich einfach furchtbar langweilig ist für ihn. Insofern bitte immer wieder Pausen einlegen, damit Ihr Hund dann auch ausreichend schnuppern kann. Was die Gesundheit anbelangt, da hat er zwei größere Themen. Das eine ist die Neigung zur HD, also zur Hüftgelenksdysplasie. Da bitte darauf achten, dass Ihr Hund nicht zu schnell wächst. Achten Sie also daher bitte auf Futter, was nicht zu viel Energie hat. Lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt oder auch einmal von einem Tierheilpraktiker, einer Tierheilpraktikerin beraten. Und was Sie noch machen können,
wenn Ihr Hund ausgewachsen ist, ihn einmal röntgen zu lassen. Dann gibt es eine Einschätzung, ob eine HD vorhanden ist und auch, wie stark sie ausgeprägt ist. Dann können Sie einen Hundephysiotherapeuten aufsuchen und der zeigt Ihnen eine Reihe von Übungen, die Sie auch leicht in den Alltag integrieren können. Damit wappnen Sie Ihren Hund vor den Folgen einer HD, beziehungsweise Sie können die Folgen dann auch durchaus noch lange hinauszögern. Ein weiteres gesundheitliches Problem, das ist die Magendrehung. Achten Sie daher bitte auf kleinere Portionen Futter pro Tag und nicht eine Riesenportion. Und achten Sie auch auf die Qualität des Futters. Also es sollte jetzt nicht unbedingt Trockenfutter sein, was dann im Magen richtig groß noch aufquellen kann. Also die Magendrehung ist ein ganz dramatisches Gesundheitsproblem und ist im Prinzip so, ja, ist vergleichbar mit dem Herzinfarkt des Menschen. Also es muss sofort etwas passieren. Sofort in die Tierklinik, wenn Sie den Verdacht haben auf eine Magendrehung. Und was für Symptome das sind und weitere Infos dazu, die können Sie auch in meinem Blogpost erfahren. Den Link dazu, den sehen Sie unter diesem Video.